Erst bedankst du dich bei mir und dann kackst du mich an? Ist das so? Ja. Ist das so? Ja. Ist das so? Und außerdem, wenn ich dich ankacken würde, würdest du anders aussehen. Glaubst du? Ja, braun. Das würde stinken. Hey, du fette Hupe. Ich muss dir was sagen. Ich kann im Moment keine Videos drehen. In meinem Kopf ist nur Pferdegalle. Das ist so Krawall. Da kann man nur nichts drehen. Nee. Habe ich das letzte Mal meinen Kumpel angerufen, habe ich zu ihm gesagt, du, ich kann leider doch nicht zum FIFA-Abend kommen. Sagt er, das ist jetzt nicht dein Ernst, oder? Zu viert, das ist am geilsten. Ich so, ja, sorry, geht halt nicht. Meine Frau hat irgendwie eine Überraschung für mich und wenn ich nicht da bin, dann stinkt es auch auf mich. Weißt du, wie das läuft. Also, ja gut, kann man nichts machen. Am Abend stehe ich dann auf einmal in seiner Kellertür und alle drei gucken mich an und sagen, ey, wir dachten, du kommst nicht. Ich so, ja, hat sich doch ergeben. Weil meine Frau hat gerufen, ich soll ins Schlafzimmer kommen. Dann lag sie da in einem weißen Negligé mit Handschellen ans Bett gefesselt und hat mich angeguckt und hat gesagt, mach was du willst. Ja, und jetzt bin ich hier.